Wohnungsstand. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt sagen soll, aber eigentlich ist es ja nichts Schlimmes. So, hallo meine Lieben. Ich wollte mich jetzt gleich fertig machen. Ja, was kann ich euch erzählen? Wohnungsstand. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt sagen soll, aber eigentlich ist es ja nichts Schlimmes. Oben, die Wohnung ganz oben, die ist leer geworden. Ich weiß aber nicht warum, weil oben waren, also es sind immer zwei Wohnungen, ne? Und oben hat ein Opa gewohnt und eine Oma gewohnt, ja? Dann wurde die Wohnung von der Oma, ich weiß, da auf der Seite, die frei geworden ist, hat die Oma gewohnt. Ich dachte, vielleicht wäre sie gestorben oder so, aber ich habe sie letztens noch gesehen. Aber den Opa habe ich nicht mehr gesehen. Vielleicht ist der Opa gestorben. Oder vielleicht sind die einfach zusammengezogen, aber die sind dann in die kleinere Wohnung gezogen. Warum sind die dann in die kleinere Wohnung gezogen, nicht in die größere? Also die kleinere, meine ist auch die kleinere Wohnung. Das sind 50 Quadratmeter. Ja, eigentlich ist sie nicht so klein, ne? Aber vielleicht sind die auch, ich glaube, die sind zusammengezogen. Ich sag mal, die sind zusammengezogen. Die größere Wohnung ist jetzt frei. Wurde ja kernsaniert. Jetzt zieht da, Trommelwirbel, eine Familie ein. Ja. Und ich muss sagen, mit der Omi, dem Opi hatte ich nie Probleme. Die sind ruhig, die habe ich nie gesehen. Also mit denen war eigentlich nichts, ne? Ja, aber wenn jetzt wieder eine Familie hier hinkommt. Und ich bin mir sicher, dass die sich mit den anderen Nachbarn kennen, weil die Nachbarn, mit denen ich Beef habe, die kennen jeden. Ich kenne jeden. Die kennen Leute, die wohnen in einem anderen Haus. Die kennen die Putzfrau hier. Die kennen den Briefträger. Die kennen den Paketboten hier. Die kennen die Leute am Kiosk. Deswegen, ne? Und würde mich nicht wundern, wenn die sich auch kennen würden, ne? Und das wird dann. Also, ich kann mir vorstellen, dass das noch lauter wird. Es ist schon sehr laut hier. Also, ihr müsst euch vorstellen, es ist hier dafür, dass das so abgelegen ist, viel grün ist, ist das hier sehr laut, aber durch die Nachbarn, weil die sehr laut sind. Die haben so ein lautes Organ. Also wenn sich jetzt die Handwerker auf Deutsch unterhalten im Hausflur, verstehe ich kein Wort. Wenn sich die Nachbarn auf ihrer Sprache im Hausflur, verstehe ich zwar nicht, welche Sprache ich kann, aber die sind so laut. Das heißt, wenn die Deutsch reden würden, würde ich jedes Wort verstehen. Und das würde ich sogar im Schlafzimmer hören. So laut sind die. Und das ist deren Natur, so laut zu sein, sage ich mal. Ja, aber nun gut. Ich habe nächste Woche zwei Wohnungsbesichtigungen. Ja, drückt mir die Daumen, dass das was wird. Also die eine, also eigentlich drei, aber bei der dritten habe ich Mist gebaut. Habe ich, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Deswegen kam es nicht zu einem Besichtigungstermin. Ich weiß ja, wie das läuft, was man da schreiben muss, damit man jetzt einen Besichtigungstermin bekommt, weil das ist auch nicht mehr normal, einen Besichtigungstermin zu bekommen. Dafür müsste man sich auch sozusagen bewerben heutzutage. Also theoretisch weiß ich, kenne ich die Tipps und Tricks. Ich kann auch nicht alle umsetzen, aber ich weiß, wie es geht, um eine Wohnung zu kriegen. Sagen wir es mal so. Genau, also falls ihr da Tipps braucht, sagt Bescheid. Ich kenne mich da aus. Ja, also also das Doofe ist, also bei der einen Wohnung, also ich habe gefragt, ob man auf, weil da steht immer Online-Besichtigung. Und ich habe gefragt, ob man aufgrund der Lage die Wohnung besichtigen kann. Die meinte ja, also die erste Wohnung ja, aber nur mit Masken und Sicherheitsabstand. Dann denke ich mir so, die meinte aber, das ist eine offene Besichtigung. Das heißt, da kommen mehrere Leute hin. Dann denke ich mir so, wieso macht man das, dass dann so viele Leute auf einmal da sind, sich die Wohnung anzuschauen? Aber nun gut, ist egal. Bei dieser Wohnung ist das Problem, dass darunter Geschäfte sind, beziehungsweise ein Kiosk und eine Dönerbude. Und das an der Hauptstraße ist. Das könnte laut sein. Die Wohnung ist 50 Quadratmeter groß, also passt das von der Wohnung. Die hat sogar einen kleinen Balkon. Aber die ist genauso groß wie meine Bude, aber sie ist um 100 Euro teurer. Ich glaube, das waren, oder 120. Also sie ist teurer als meine. Das muss ich mir nämlich gut überlegen. Ja, so. Die zweite Wohnung, wo ich die Besichtigung habe, da gehe ich alleine hin. Das erste Mal gucke ich mir alleine eine Wohnung an und das ist das Problem, weil
Vier Augen sehen mehr als zwei und ich sehe sowieso nicht immer alles. Da habe ich telefoniert mit dem Vermieter. Der war sehr, sehr nett. Also sehr, sehr nett. Also da habe ich mich echt gewundert. Ich habe gesagt, ja, der sucht, also die Wohnung kriegt eine Frau, eine ruhige Frau, eine Frau ohne Tiere, ohne Kinder. In der Zeit haben sich auch Männer beworben und da haben sich so, so viele beworben. Ich so, ja, ich weiß, ich kenne das. Also da haben sich richtig viele Leute beworben, weil, wie gesagt, es ist schwer, eine Wohnung zu finden, eine schöne Wohnung und da gibt es immer mehr Bewerber als Wohnungen und ja, dann haben wir so gequatscht und da gehe ich mir auch die Wohnung anschauen. Das ist aber auch eine offene Besichtigung, das heißt, da sind auch mehrere Leute und das Problem ist da, ich kann mir die Wohnung anschauen. Aber der hat gesagt, der nimmt dann diese Zettel da, ne? Also wenn man Interesse hat, soll man den Zettel ausfüllen, ja? Das heißt, ich gehe dahin, gucke mir die Wohnung an und muss sofort wissen, ob ich die Wohnung möchte oder nicht. Und das ist das Problem, weil ich muss immer eine Nacht drüber schlafen. Und ich soll sofort entscheiden, weil wenn sie mir nicht gefällt, gehe ich raus, fülle den Zettel nicht aus und weg. Wenn ich den Zettel jetzt ausfülle und dann doch kein Interesse habe, ist das ja auch irgendwie doof. Wenn ich sie dann kriegen würde, wäre das ja nicht fair den anderen gegenüber. Deswegen weiß ich natürlich, ich kann mich in 5 Minuten nicht entscheiden. Ist das blöd? Ich denke mal, oder? Manchmal ist es so, man kriegt die Zettel für diese Schufa-Auskunft und manchmal ist das so eine Warteliste, wo man seine Daten einträgt. Genau. Und die Wohnung ist kleiner als meine. Ich glaube 5 bis 10 Quadratmeter kleiner. Kein Balkon. Aber sie ist preislich günstiger als meine Wohnung. Ich glaube, 50 Euro ist sie günstiger. Ja, da stimmt wieder der Preis. Ja. Deswegen. Da weiß ich auch nicht, ob da alle Möbel reinpassen würden. Genau, und ja, weil, genau, weil für Online-Besichtigung, jetzt wollte ich euch sagen, warum ich nicht für Online-Besichtigung bin, weil ich habe mir schon so viele Wohnungen angeguckt und ich weiß, Fotos täuschen. Auf den Fotos könnt ihr euch nicht vorstellen, wo man reingeht, wie die Wohnung, so, wie die Räume sind, ob die nebeneinander sind, gegenüber sind. Die Bilder sind meistens, also die Leute versuchen, die Wohnung im besten Licht zu präsentieren, machen die besten Fotos. Manchmal sind die Fotos wurden gemacht, als die Wohnung frisch renoviert, frisch saniert wurde, dann kommt er rein und sieht die Vollkatastrophe. Oder die machen die Fotos immer so, dass die Wohnung gut aussieht. Ich hatte mal, die Fotos waren so schön, die Wohnung sah so groß aus und als ich dann in der Wohnung drin war, ey, das war eine Katastrophe. Die war so klein, also weil die haben eine Weitwinkelkamera benutzt und also man kann in Bildern so viel täuschen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte sie lieber persönlich sehen. Ich muss mir sie anschauen. Ich muss, also das Gefühl muss ja sagen. Kennt ihr das? Also bei dieser Wohnung hat mir mein Gefühl nein gesagt. Ja? Hätte ich die Wohnung nicht genommen, wäre es besser für mich gewesen. Aber ich habe sie genommen, weil ich nicht auf mein Gefühl gehört habe. Wenn ich jetzt in diese Wohnung gehe und die Wohnung fühle, dann nehme ich sie. Wenn ich sie nicht fühle, dann nehme ich sie nicht. So, Leute, ich bin endlich da. Ich bin im Garten angekommen. War doch nicht so schwer, wie ich dachte. Jetzt warte ich noch auf meine Eltern. Ja, die kommen nämlich mit dem Auto. Ich musste leider mit der Bahn fahren. Ja. Ich habe schon voll Hunger. Wir haben schon 14 Uhr. Ich habe um 9 Uhr gefrühstückt. Ja, vor 5 Stunden. Kennt ihr das? Wenn ihr dann in so ein tiefes Loch fallt. Also Hunger habt. So geht es mir gerade. Schlechte Laune kommt und ja. Aber egal. Es ist gar nicht so warm heute. Ich dachte eigentlich, es wäre wärmer. Aber es ist doch ganz schön frisch. Say something meaningful. Say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel. Don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight. Looking at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you make me feel right. Wanna look at you all night. Put you in that spotlight.
So, meine Lieben, heute ist der dritte Tag. Ich habe jetzt die Torte soweit fertig gemacht. Sage ich euch kurz, wie ich die Creme gemacht habe. Ich hatte ja diesen Pudding, den ich gekocht hatte. Der ist ja jetzt vollständig abgekühlt. Dann habe ich 400 Gramm Sahne mit, ich glaube, wie waren denn drin? 400 Gramm oder 500 Gramm? Ich glaube, 400 Gramm Schlagsahne mit Sanapat. Ich glaube, 4 Teelöffel dann aufgeschlagen. Dann hatte ich noch 500 Gramm Quark und zwar hatte ich noch den Skyr übrig. Den habe ich genommen. Das dann alles zusammengemischt und 50 Gramm Puderzucker. Dann habe ich hier noch Schokodrops reingetan, die ich übrig hatte. Eine ganze Packung. Und ich hatte noch 3 Birnen, die habe ich klein geschnitten. Und dann habe ich die Creme, Birnen, dann wieder Creme, dann ein Teil vom Kuchen und dann nochmal dasselbe. Ja, und diesmal war ich nicht sparsam mit der Creme, sondern habe wirklich großzügig hier drauf getan, weil ich hatte letztens so viel Creme, bestimmt die Hälfte übrig und konnte die wegschmeißen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Ja, deswegen war das jetzt großzügig. Jetzt habe ich noch so ein bisschen. Das reicht, um die dann nochmal komplett drumherum einzustreichen. Ja, jetzt kommt die erstmal so in den Kühlschrank und dann machen wir gleich die Deko weiter. Genau, dann streichen wir sie ein und dann kommt die Deko drauf und dann sind wir fertig. Und die Creme ist nicht zu süß. Ja, die ist mehr so erfrischend. Ja, genau. So, Hallöchen, meine Lieben. Bevor es weitergeht, habe ich noch etwas für euch. Und zwar habe ich ein paar TikTok-Videos gedreht. 2 Stück, um genau zu sein. Irgendwie macht das voll Bock, voll Spaß. Ist aber auch sehr schwer, sich den Text zu merken. Dann, dass das nicht so auswendig klingt. Dann, dass man, wenn ich schnell spreche, dann musst du ja auch schnell sprechen, was mir sehr schwer fällt. Dann darfst du den Text nicht vergessen. Dann sollst du noch irgendwas machen, damit das authentisch aussieht und nicht so künstlich. Also das ist schon eine Herausforderung, du, ne? Aber ich blende euch mal jetzt die beiden Videos ein. Papa, darf ich ins Kino? Ich geb dir gleich Kino. Der bringt die Kino her oder was? Ey, wir kennen uns doch. Ey, ist schon mal gar nicht. Du bist doch die Schlampe, die mir den Mittelfinger gezeigt hat. Ja, stimmt. Ich hab dein dämliches Gesicht gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Nimm mich noch einmal Schlampe, du kriegst von mir persönlich einen Abschiebestempel, und zwar zwischen deine Beine. So, sehr verehrte Damen und Herren, das ist die fertige Torte heute. Ich weiß. Ja, ich muss leider los. Ich habe keine Zeit mehr, um die im Kühlschrank drin zu lassen. Ja, deswegen sieht die so aus, wie sie aussieht. Ich werde jetzt auch nicht dekorieren. Ich lasse die jetzt einfach so. Ja, genau. I'll sing until my lungs give out your beautiful. Guck, ich zeig dir jetzt, ja? Dieses auch von TikTok. Ja, das ist so eine Melodie auf diesem Ohrwurm. So, meine Lieben, Abendessen heute. 2 Schwarzbrote, also Körnerbrot, dunkel. Genau, ich glaube, so heißt das. Und dann wollte ich euch sagen, was ich euch empfehlen kann, was wirklich sehr lecker schmeckt, ist aber Werbung. Genau, Hashtag Werbung. Und zwar einmal das hier, das gibt es bei Aldi Nord, glaube ich. Antipasti Creme Senf Honig ist jetzt leer, aber das ist wirklich sehr, sehr lecker. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Einmal das hier. Und das zweite ist, das habe ich aus der Brand News Box. Und das finde ich auch geil. Das ist für Brot und Tomaten geil. Und zwar das hier, was ist das? Brottopping, Gewürzmischung für belegte Brote. Genau, so schaut es aus. Und ja, das esse ich auch total gerne aufs Butterbrot. Ja.
turn to me.